willkommen zurück zu Die Lernenden durch die Schmerzen. Dabei ist die Gareth Gamezone. Wunderschönen guten Tag. Wir machen du ready, dann machen wir Duell. Wir machen Duell, ich lege los. Ja, da. Das ist gute Idee. So, wir nehmen Hand nicht. Nicht, ich nehme meine auch nicht. Die Hand nehmen wir. Ich behalte auch und ich darf anfangen. Da. Wunderschön. Ich freue mich sehr. Ah, eine rote Mana, guten Tag. Wunderschönes Mana. Und weil du rotes Mana gespielt hast, ich sage, hey, ich kann auch. Das möchte ich aber nicht. Lass das sein. Hast du Angst? Noch nicht, aber ich habe ein Rimasuri. Das Rimasuri-Deck hier am Start. Du hast auch meinen Titel noch gar nicht gesehen, der Rimasuri-Schwarmfürst, hallo? Den habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. So, dann... Ach, weißt du was, wir fangen jetzt gar nicht mit sowas an. Und er spielt einen Schock, natürlich. Ich bin schockiert, lass das doch. Ach, als ob dich das schockiert. Du wusstest doch, dass der kommt. Oh Mann, ich wurde höchstens blamiert und spiele ein weiteres Mana, um eine weitere Kreatur zu finden. Ah, der Flitzelümmel. Ja, der Flitzelümmel. Und ich darf dir 2 Schaden schießen, weil ich Eile habe. Wunderbar. Ach, kommst du vorbei. Jetzt darf ich dir auch mal Lebenspunkte nehmen. Vielleicht gewinne ich ja heute. Also alle aktuell sieht es für dich sehr gut aus. Hat sich gerade ein bisschen geändert, aber nicht viel. Oh Mann. Da spielt noch jemand das gepimpte Holo-Rimasuri-Deck. So, komm, was du kannst, kann ich auch. Pay-to-win-DLCs hier. Genau. Sehr gut. Pay-to-win. Ja, ich gewinne nur, weil ich Vollkarten habe. Das läuft halt bei Magic so. Das war schon immer so. Ich ziehe einfach nicht das richtige Mana und muss hier trotzdem wieder 2 Schaden schießen. Ach, das ist aber traurig. Aber wenn es so weitergeht, gewinnst du. Mit 2 Punkten Vorsprung. Wenn du jetzt nichts weiteres spielst, aber den Gefallen tust du mir nicht. Und du hast ein rotes Mana, was mich auch sehr irritiert. Ja, mich auch. Der Kartenziehgott mag uns beide wohl nicht so gerne. Aber du hast zumindest schon mal 2, also das ist ja... Ja, ich habe auch eine schöne Hand, einfach nur nicht das passende Mana. Und du hast ein Fetchland, okay, das ist... Ja, das ist gut. Ah, das ist... Jetzt habe ich Aufwind. Oh nein, er kultiviert sich. Das ist die geilste Karte in diesem Deck, finde ich. Die macht dieses Deck einfach rund. So, dann spielen wir noch einen schönen Mana hin. Ja, warte, da halte ich mal schnell an hier. Da muss ich mal anhauen. Halt mal an. Leide still und heimlich. Aber heimlich geht eh nicht, du hast deine Webcam. Nee, ganz heimlich geht's nicht. Jetzt sehen die Leute, dass ich hier heimlich was raussuche aus meinem Deck. Oh oh. Tja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir uns nehmen sollen, liebe Freunde, aber wir nehmen uns Ditte. Jetzt kommt wieder der Pay-to-Win-Karten-Cheat. Immer. Den habe ich gerade aktiviert. Genau, Fetchland gewirkt. Du darfst ein Land ziehen und kriegst dann noch 3 Karten auf die Hand. Habe ich gehört. Ja, und ich muss nicht discarden. Zusatzeffekt, wenn man bezahlt hat. Aber ich glaube, die Fetchländer schmeiße ich wieder raus und packe normale Länder rein. Ah, Fetchland finde ich auch nicht so schön. Ich habe auch, ich glaube, nur 2 drinne. Den anderen beiden habe ich rausgeworfen. Oh, und da kommt die Holo Pay-to-Win-Karte. Wunderschön. Die Holo Pay-to-Win-Karte. Oh, Mann. So, blocken wir ihn gleich oder bauen wir den? Ach komm, hier, wir haben die Hoheit. Du gönnst dir was, bleibst an. Das ist wunderschön. Ich weiß, dass du auch Haste hast, aber wir wollen mal sehen, wer hier besser hastet. Ich bin das ist hier ein kleines Speed-Duell. Allerdings ist er im absoluten Mana-Vorteil. Absolut. Ich würde dich ja ein bisschen ärgern wollen, aber... Ach was. Eigentlich müsste ich jetzt persönliche Stories auspacken, aber... Die spare ich mir auf. Komm, ich spiele erstmal klein. Ja. Der ist schon mal ziemlich gut. Und ich spiele mal einen großen. Ah, welcher ist es? Der Double Striker, verdammt, obwohl im Moment halt, dann machen wir hier erstmal kurz. Fetcht sein Land. So, damit wir auch mal alles haben. Vita. Ja. Ich glaube, du hast verloren. Ja, glaube ich auch. Zum Glück komme ich nicht auf die Taste Angriff überspringen. Von daher greife ich mal. Ja, ich habe verloren. Das war's.
Remasuris for the win, würde ich sagen. Doppelschlag ist einfach so mies, wenn du ausgetappt bist. Das ist... Oh ja. Oh, minus Mann. 2. Das war's. Oh Mann, schönes Spiel. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe gesagt, ich möchte nicht defensiv spielen. Ah. Ich möchte rushen. Ja. Und schade, das war mein Fehler. Absoluter Fehlentscheidung. Schön gemacht, Garrus. Garrus, wie komme ich denn auf Garrus? Achso, Garrus Game. Frag mich nicht. Du bist der einzige Let's Player, der meinen Namen richtig ausspricht. Alle sagen immer Karis. Weil die immer, Karis? Weil die es immer deutsch aussprechen. Karis Zahnschmerz. Genau, an Karis denkt man wohl die meisten. Ich weiß auch nicht. Ja, wenn er hinter Game Zone spielt, steht, dann wird sie auch Karis sein. Zumal ich auch ein stummes H da drin habe, aber das sieht keiner. Das ist ja auch stumm. Eben. Das ist manchmal ist es auch blind. Ja, da habe ich mal wieder eine Packung bekommen, wurde auch Zeit. Hast du sehr schön gespielt und mich da ordentlich auf die sichere Seite gewiegelt. Muss ja auch mal sein. Absolut, freut mich sehr. Und die Revanche sehen wir morgen, liebe Freunde. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.